Grüß dich. Hallo. Hi. Welchen Bezug haben Sie denn zu Kakerlaken? Eher negative Erfahrungen habe ich damit gemacht. Also eher so eine negative Verbindung, weil ich habe das ja selber hautnah miterlebt im Dschungelcamp. Eigentlich sind Kakerlaken riechen sehr unangenehm, aber hier mit dem Spiel verbinde ich was Positives, weil es macht Spaß, einfach zu spielen. Und ich glaube, ich habe das jetzt mittlerweile schon verdrängt, das mit den Kakerlaken. Ich sehe das, ich verbinde jetzt eher mittlerweile was Positives damit. Scheinbar war es ja keine wirklich dramatische Erfahrung, sonst würden Sie jetzt ja nicht hier sein. Ja, ich würde sagen, es war jetzt nicht so dramatisch, also ich kam damit ganz gut zurecht. Was war die schlimmste Erfahrung im Dschungelcamp? Ja, eigentlich gab es nicht wirklich was Schlimmes. Also ich fand das nur mit den Kakerlaken jetzt nicht wirklich angenehm, weil die riechen einfach nicht wirklich gut. Und das riecht einfach sehr, sehr, die riechen echt streng. Und aber man kommt auch damit zurecht. Also das ist jetzt nicht so, wo ich jetzt sage, oh, das ist so schlimm jetzt, sondern man kommt auch damit klar. Gab es noch was, was noch strenger riecht als Kakerlaken im Dschungel? Nicht, dass ich wüsste. Also ich glaube, Kakerlaken riechen schon sehr unangenehm. Okay. Bezug zu dem Spiel, was gibt Ihnen das? Ich habe es jetzt heute zum ersten Mal gespielt und ich finde eigentlich schon, dass es ganz gut ist. Das fördert das Miteinander, würde ich sagen. Es ist kinderleicht zu erlernen. Das ist, ja, was soll ich sagen? Also es macht einfach Spaß. Man kann so ein bisschen tricksen, so wie beim Poker. So man pokert ein bisschen, man setzt zum Beispiel, sagen wir mal, den Stein jetzt hier. Die Leute gehen davon aus, jetzt, sagen wir mal, das rote Kreuz ist jetzt hier auf der linken Seite. Sagen wir mal, der Stein liegt hier. Und die Leute denken ja sich eigentlich eher, wenn ich jetzt weiter, dass hier der rote Stern ist, also das rote Kreuz. Und eigentlich kann man auch taktieren und den roten Stern genau dann woanders hinlegen. Mhm. Also man spielt eigentlich auch so ein bisschen mit den Leuten, man versucht die auch ein bisschen reinzulegen. Okay. Wie im echten Leben. Ja, genau. Also es ist auch ein bisschen heimtückisch, das Ganze. Aber es macht Spaß, also es ist cool, wenn was Neues auszuprobieren. Und ich kann das echt empfehlen. Es ist für Kinder auch mal gut, so wenn die mal im Auto unterwegs sind, die Kinder. Und, oder auch im Flugzeug, wenn das... Also das kann man überall einsetzen, das Spiel. Ja. Findet denn dieses Kostüm noch weitere Verwendung bei Ihnen? Also ich würde eher sagen, vielleicht wenn ich mal unerkannt irgendwo... Ja, naja, eigentlich nicht wirklich. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt mal ernst darauf antworten soll, also eigentlich würde ich das Kostüm gleich wieder ablegen und werde mich ganz normal präsentieren wieder, wie ich halt, wie gewohnt halt, ja. Also man darf sich auch selber nicht so ernst nehmen und es ist einfach, das passt jetzt gerade zum Spiel und man macht den Spaß halt mit und bringt die Leute auch zum Lachen. Das ist auch schön, wenn man den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann mit solchen lustigen Aktionen. Ja. Was dürfen Ihre Fans in der nächsten näheren Zukunft von Ihnen erwarten, was kommt? Es stehen einige Sachen jetzt, einige Projekte haben wir jetzt in der Pipeline. Ich habe jetzt meine neue Single aufgenommen, Live Your Life. Ich habe meine Autobiografie veröffentlicht, Never Give Up. Ich werde mich weiterhin auf die Musik konzentrieren. Es gibt sehr viele neue Songs. Ich mache weiter meine Auftritte, also es läuft alles hervorragend. Ich bin echt dankbar, dass ich das machen darf, was mir Spaß macht. Natürlich gibt es auch mal Phasen, wo es einem nicht Spaß macht, aber es ist, glaube ich, bei jedem Beruf so. Es gibt ja auch mal Tage, wo man denkt, oh, jetzt habe ich jetzt keine Lust. Absolut. Aber da muss man auch meinen sauren Apfel beißen und einfach durchziehen, weißt du. Und mein Motto ist immer never give up und man darf sich einfach nicht unterkriegen lassen, man muss immer am Ball bleiben. Tolles Schlusswort. Ich wünsche viel Erfolg. Dankeschön. Tschüss. Ciao.